herzlich willkommen im neuen Porsche 911. So neu ist er ja jetzt eigentlich gar nicht mehr, die Generation 992. Aber für uns definitiv eines der Highlights 2019. Einfach weil es Porsche mal wieder geschafft hat, die Komponenten Alltag und Sport auf eine unnachahmliche Weise zusammenzuführen in diesem Auto. Mit dem Auto kann man problemlos 400 Kilometer abreißen auf einem wirklich akzeptablen Verbrauch. Und gleichzeitig kommst du dann wie hier auf dem Lausitzring und kannst dermaßen bitterböse angasen mit dem Auto bei einer enorm hohen Fahrbarkeit. Das schafft einfach keiner wie der 911. Ganz einfach. Wir haben einen 3 Liter 6 Zylinder Boxer, koppelt an einen 8 Gang PDK und der Motor ist auch hier enorm elastisch. Also wir haben sehr viel Druck unten rum, aber gleichzeitig auch eine sehr hohe Drehfreude. Dadurch geht das Auto wirklich, wirklich gut vorwärts. Porsche motorisiert einfach wahnsinnig effizient. Die Übersetzungen passen in jeder Lebenslage, egal ob auf der Autobahn oder auf der Rennstrecke. Das PDK wechselt unheimlich verschliffen die Gänge, egal ob man langsam fährt oder Vollgas. Es geht einfach unheimlich zackig. Und was an dem neuen 911 wirklich beeindruckend ist, ist die Fahrbarkeit. Kaum ein Auto lässt sich so zickenlos einfach in die Ecken werfen, einlenken, reinschmeißen, Vollgas. Viel mehr ist es eigentlich nicht. Vielen ist er damit schon ein bisschen zu langweilig im Vergleich zu den Vorgängern, weil es ja auch immer ein bisschen anspruchsloser wird, ihn schnell zu bewegen. Aber trotzdem finde ich es aus technischer Sicht einfach wahnsinnig beeindruckend, was dieses Auto alles kann. Weil ich quatsch hier blöd in die Kamera rein und fahre bei her eigentlich echt zackig. Hier, mit demselben Tempo gerade, hatte ich mit der Toyota Supra massiv untersteuern. Der 911er folgt hier einfach ganz normal der Spur, als wäre das einfach nichts. Und dann hast du natürlich immer noch die Heckmotortraktion, die ich dann hier auf die Gerade rausschießt. Ja, das ist wirklich sensationell, auch das Fahrwerk hier über die Huckel in der schnellen Linksvorstadt-Ziel am Lausitzring. Nimmt es einfach raus, das Auto wird nie unruhig und nie zickig. Und auch die Bremse ist 1A zu dosieren und das gilt für beide Bremsanlagen, egal ob das jetzt die Keramik für höheren Aufpreis ist oder die Stahlbremse. Es ist einfach ein wahnsinnig gut abgestimmtes Auto. Manchen mag er wirklich zu langweilig sein, aber für die, sage ich mal, gibt es ja dann noch GT-Modelle. Das heißt der Cayman GT4, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen, oder eben die GT3s. Aber als Allrounder sehe ich derzeit einfach kein besseres Paket.